Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Guten Tag. Besser gesagt, guten Abend. Ich bin noch ein bisschen am Recherchieren. Da ist mir wieder was aufgefallen. Und zwar habe ich ja, es geht wieder mal ums geheime Buch, die Version von 1897 und Kado hat die von 1887. So, ich mache das mit euch jetzt gleich mal so. Ich habe hier oben das rausgesucht, die PDF, die ich euch im letzten Video verlinkt hatte. 1887, das ist quasi die vom Kado. Ne, hier, ich habe mir so mal ausgedruckt, um ein bisschen zu vergleichen und so. Und da ist mir aber noch was aufgefallen. Und zwar haben wir jeweils in dem Buch das Kapitel freie und gebundene Elektrizität. Das ist hier der Punkt 27 in dem Buch hier, was ich da habe. Und hier ist das Punkt 24. Und hier ist nochmal kontinuierliche Elektrophore als extra Kapitel oder Abschnitt oder wie man es nennt. Das ist hier nicht. Das ist aber trotzdem derselbe Text. Die rein mechanische Arbeit, den Deckel mit dem Kuchen. Ne? Es ist auf den ersten Blick erstmal dasselbe, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Hier sehen wir jetzt, hier steht jetzt noch in der fünften Vorlesung beschriebene Maschine von Wurmshorst, die kennen wir ja alle. Eine kontinuierliche Elektrophore. Und das Interessante ist, in der alten Version vom Kado steht ja wie gesagt anfangs dasselbe drin. Kontinuierlich machen. Ne? Hier. So. Die neuesten dieser kontinuierlich bla bla bla. Kontinuierlich machen. Das erste dieser kontinuierlichen Elektrophore war Benetzverdoppler. Der neueste ist die beschrieben von Wurmshorst. Ne? Also da haben sie hier, Kado, da ist beim Kopieren, beim Digitalisieren und wahrscheinlich auch in deinem Buch in der Realität, gab es einen Zeitriss und da haben die den Satz vergessen. Denke ich jetzt mal. Oder? Ich weiß es nicht. Ist ja egal. Auf jeden Fall ist es ja sau interessant, dass, also ich gehe jetzt darum, dass in der nachfolgenden Version diese Information mit Benetz Verdoppler schon fehlt. Und jetzt erinnert euch mal, was ich euch gesagt habe. Dass ich nach dem ganzen Buch lesen und hier den Mist, die Vermutung schon hatte, dass hier nicht alles so, ich sag jetzt mal, koscher ist. Ne? Und hier haben wir mal einen Beweis. Benetz Verdoppler wird natürlich gut, das müsste man jetzt mal gucken, ob das dann im Kado sein Buch erwähnt wird. Der Benetz Verdoppler. Ich habe dann auf jeden Fall mal die Suchmaschinen bemüht und hab einen Hinweis gefunden. Also das ist hier New Experiments of Electricity von dem Typ, ne? Ja, Bennett. So. Und da schreibt er, Gründe von Sturm und Gewittern oder Blitzen, es als auch die konstanten Gegenstände von positiv und negativ Laden in Wolken erklärt und dann noch irgendwelche Experimente mit Wolken, bla bla bla. Und dann also a description of a doubler of electricity. Und das ist ja dieser Verdoppler. Und es fehlt hier, jetzt haben die, ne, beim Buch hier, wo die das neu geschrieben haben, dann haben die den Satz vergessen. Kado, ich hab Angst.